Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei unserer Not-So-Berry-Challenge. Cooper ist fast soweit und macht sich gerade ein bisschen fertig, denn wir gehen heute die Arbeitsrivalität an. Wie im letzten Part schon erwähnt, als wir mit Ricky ein bisschen romantisch uns befasst haben. Die letzten Wochen waren, wie gesagt, sehr, sehr stressig für die beiden. Haben wir uns ja die Zeit für uns genommen und da habe ich das Thema Arbeitsrivalität ja schon mal angesprochen. Und ja, wer die Gute noch nicht kennen sollte, das ist die Tallulah, genau, Tallulah Tanaka. Eine rivalisierende Sim am Arbeitsplatz verhindert deine Beförderung. Wir haben am Ende des letzten Partes, als wir im Café waren, haben wir sie angerufen und haben gesagt, hier du, ich weiß nicht, was das Problem ist. Können wir uns bitte hinsetzen, das versuchen zu klären. Ich weiß, du willst Bürgermeister werden. Ich möchte gern Bürgermeister werden für meinen Blog, beziehungsweise Bürgermeisterin. Und sie hat ihm dann so einen Satz an den Kopf geworfen. Ja, er tut so scheinheilig, ist aber gar nicht so der gute Typ. Er sollte sich lieber mal selbst an die Nase fassen. Ja, seinen Kram zu Hause erstmal ordnen, sonst würde sie so eine kleine große Bombe platzen lassen. Er dann auch so, hä, wieso unscheinheilig? Er weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ist auch verständlich, er weiß nicht, worum es geht. Wir wissen es schon. Ich sag's aber noch nicht. Deshalb habe ich den Sims einen To-Do-Tag reingeknallt, damit sie heute auch nicht arbeiten müssen. Und da gehen wir heute das Gespräch mit der Tallulah an. Wir werden sie versuchen einzuladen. Ich habe das mal getestet. Sie hat sich leider wieder vehement dagegen gewehrt. Deshalb müssen wir sie höchstwahrscheinlich zu uns teleportieren und dann hoffen, dass wir ein bisschen mit ihr ins Gespräch kommen können, genau rausfinden können, was genau denn jetzt ihr Problem ist, was sie denn meint. Ja, mal gucken, wie diese Folge verläuft. Auf jeden Fall, der Kubi, der wird gleich mit seinem Paps noch telefonieren. Und ich glaube, wir lassen ihn so angezogen, auch wenn es Sommer ist, aber es ist ein bisschen bewölkt. Also ich hatte mir überlegt, entweder gehen wir in eine Bar oder wir gehen in ein Café. Aber ich würde vielleicht stark vermuten, dass das Gespräch vielleicht mit 1-2 Gläsern Alkohol vielleicht ein bisschen leichter verläuft. Deshalb werden wir ja höchstwahrscheinlich in eine Bar hineingehen. Ja, der Ricky ist zu Hause und macht sich dann einen Tag zu Hause mit der Reed. Und soll eigentlich hier Schach spielen, das braucht er nämlich für sein für seine Karriere. Beweis, Vernichter ist er ja geworden und wir haben schon 75%. Er hat das vorhin mit Cooper zusammen gemacht. Den beiden geht soweit eigentlich sehr, sehr gut. Auch beziehungsmäßig sieht es top aus bei den beiden. Sie sind immer noch verlobt, Seelenverwandte, zwei Sims, ein Herz. Sie sind beide sehr angezogen voneinander. Der Ricky hat schon zu Cooper seine Zufriedenheit in puncto Romantik. Er ist sehr zufrieden. Der Coop weiß es aber lustigerweise noch nicht. Dabei sind sie ja total eher schwer verliebt in den Ricky. Beide sind total tief verbunden miteinander. Sie haben wunderschöne Zeiten, so eine Picknickverbindung. Das hat jetzt leider nur der Cooper drin, nicht der Ricky. Auf jeden Fall wird es Zeit, dass wir dann mal so langsam loskommen. Schnuggiputz, was machst du? Ein Glas Wasser nehmen. Okay, ausnahmsweise. Nimm dir das, trink's bitte leer und stell's jetzt nicht irgendwo ab. Was möchtest du denn hier machen? Du möchtest einen Techtelmeschtel haben. Okay. Gute Freund finden. Okay, was wünscht der Ricky sich? Einen gereiften Nektar trinken. Und er möchte etwas von ausgezeichneter Qualität herstellen. Okay. Wie wir das umsetzen können, Schnuggiputz, weiß ich noch nicht. Aber wir arbeiten da dran. Oh, da ist die kleine Reedy-Maus. Oh, gib ihr mal ein Küsschen. Ah, stopp, nicht küssen. Genau, stimmt. Das war ja das. Die Sims, das zählt zum Bestreben mit rein. Dann müssen wir sie hier auf der Couch verwöhnen. Aber dann kommen wir bitte endlich los. Los. Es wird wieder zu viel Zeit, die verloren geht. Mein Gott, ist der Kratzbaum groß. Halleluja. Ne, die ist so süß, die kleine Maus. Und er sagt, ich hab dich ganz doll lieb. Bisschen ein feines Mädchen. Und dann bin ich bald wieder zu Hause bei dir und beim Ricky. Ne, wie süß, wie sie mit der Pfote gemacht hat. Goldig. Das zweimal Küssen der Tiere, die Reed zu Hause und unsere Lola haben wir uns auf 9 Sims-Küssen hochgearbeitet. Die werde ich natürlich abziehen. Gedanklich fürs Bestreben zählt es jetzt halt leider da hinzu. Aber ich werde es mir merken, wir werden trotzdem noch 2 weitere Sims küssen.
So, ohne dass wir jetzt hier groß viel Zeit verlieren, werden wir die Talula jetzt einfach zu uns teleportieren. Da ist sie, Talula Tanaka. Genau, okay. Wir portieren sie hierher, dass wir nicht die Zeit verlieren. Und ich finde es so lustig, egal wo wir hingehen, Minty und Trevor sind mit unserer Begleitung. Kein Politikziel gewählt. Wenn Sims in der Politikkarriere kein politisches Ziel verfolgen, sind sie gestresst. Wähle ein Ziel. Okay. Er wird sich dann auch mal freundlich bei ihr vorstellen und sagen: Hey Talula, ich freue mich gerade wirklich sehr, dass du vorbeigekommen bist, auch wenn die. Oh Gott, die ersten Eindrücke, die sagen schon mal alles. Okay, auf jeden Fall hoffe ich jetzt, dass wir sie vielleicht eine Runde hinzufügen können. Setzt euch bitte mal an einen Tisch. Und er fragt sie jetzt mal gerade: Möchtest du was trinken? Und dann sagt sie so einigermaßen: Ja, okay. Deshalb werden wir jetzt mal gleich ein Getränk für die Runde bestellen. Wir sind ja in dem Sinn noch für relativ früh am Tag, deshalb gibt es was Alkoholfreies. Ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das so vonstatten läuft. Ich weiß es nicht. Ich hatte diese Karriere noch nie aktiv. In dem Sinne dann halt auch dieses Problem halt auch noch nicht. Ihr könnt euch ja auch eigentlich alle, ja genau, ich wollte gerade sagen, setzt euch mal an die Bar. Und dann werden wir mal hier einfach ein bisschen Politiker, ja, für Politik werben gegen bei Bestechungsgeld vor den Weißigen. Okay. Aber gib ihr mal einen Geselligkeitstipps. Also hier steht, es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Rivalität zu beenden. Wähle mit Rivalen anfreunden oder Rivalen sabotieren, um das Problem am Arbeitsplatz zu beheben. Ein Treffen nach der Arbeit ist ebenfalls eine Option. Du kannst dann freundlich sein oder kreative Lösungen ausprobieren. Okay, ich würde sagen, ich hoffe, das funktioniert so, wie wir uns das jetzt vorstellen. Wir switchen das jetzt, wir machen jetzt eine gute Beziehung und versuchen dann auf der Arbeit die Rivalität aus der Welt zu schaffen. Und ja, sie sagt, ja, Cooper, ich finde es an sich ja nicht schlecht, dass wir uns jetzt treffen, aber sie versteht das Ganze jetzt nicht so genau, weil sie hat ihm ja schon am Telefon gesagt, dass was Sache ist. Und darauf sagt er jetzt, ja genau, das ist ja gerade mein Problem. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, was war das? Und sie gibt ihm dann halt jetzt nochmal so einen Wink mit dem Zaunpfahl, würde ich jetzt sagen, und sagt: Cooper, es ist in dem Sinn deine Entscheidung, wie du das handhabst. Ich muss es nicht gutheißen, wie das vonstatten geht. Aber er sagt dann auch: Ich weiß doch nicht mal, von was du redest. Ich weiß ja nicht mal, was das Problem ist, warum du so gegen mich bist. Wir kennen uns in dem Sinn gar nicht. Und dann ist trotzdem dieses Riesenproblem in der Welt. Also, was ist denn das Problem? Sie so, sie kann es ihm nicht sagen. Sie möchte es ihm nicht sagen. Das ist in dem Sinn auch nicht ihre Aufgabe. Aber als Politiker oder Bürgermeister in ihrer Gegend würde sie schon gern verlangen, dass da halt schon die Ehrlichkeit hintersteht, dass man sich erkundet, offen zu allen ist. Und das versteht sie nicht, warum er da so locker lässt. Und er dann so: Ich weiß immer noch nicht, was dein Problem ist. Und er sagt dann auch so: Wenn du mir halt dann auch nicht sagen kannst, was dein Problem ist, dann kann ich ja gar nicht rauskriegen, was das Ding ist, sage ich jetzt mal dazu. Und sie so: Guck mal, das hat doch gar nichts damit zu tun. Es geht um diese eine Sache, die du in dem Sinn allen verschweigst. Und ich glaube dir das nicht, dass du nicht weißt, wovon ich rede. Und Cooper sagt: Doch, ich weiß es nicht, was du meinst. Und sie sagt: Das hat was mit deinen alten Liebeleien zu tun. Cooper dann auch so: Hä, alte Liebeleien? Ich bin seit Monaten mit Ricky zusammen, schon bevor ich in die Karriere reingekommen bin. Ich verheimliche ihm nichts, ich verheimliche niemand anderem was. Und sie sagt auch: Ich sehe mich halt aber auch nicht in der Verantwortung, dir zu sagen, was das Problem ist. Du bist ein erwachsener Mann, du solltest das schon selbst rauskriegen, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Und er sagt dann: Talula, du redest von Dingen, von denen ich keinerlei Ahnung habe. Er sagte: Wenn du mir nicht sagst, was das Problem ist, wie soll ich denn rauskriegen, was das Problem ist? Ich bin seit Monaten mit Ricky zusammen, ich betrüge ihn nicht. Ich habe keinerlei fremde Techtelmechtel, ich habe keine Affären. Sie so: Doch, das
Das glaubt sie ihm schon, dass er keine Affäre hat. Aber, wie sieht's denn mit Familie aus? Ich habe keine Familie, außer halt meine Mom, mein Dad, meine Geschwister. Ricky, wir haben über Familienplanung noch nicht gesprochen. Sie so, Cooper, hältst du mich irgendwie für blöd? Denkst du, ich schnall das nicht? Oh, okay. Leider verloren. Warum ist denn das so schwer zu verstehen? Der Gegner ist weder durch Logik noch durch Leidenschaft zu überzeugen. Okay. Zu voll von dir selbst. Die Luft dieses anderen Sims soll von sich selbst zu sein. Bringt diesen Sim in den Augen von Cooper keinen Gefallen. Oh, nichts dagegen zu tun. Dieser Sim inspiriert einfach nichts in Cooper Fox. Also die beiden haben absolut keinerlei so irgendwie Verbindungen zueinander, sage ich jetzt mal. Der erste Eindruck ist stark. Leider verloren. Okay, sie hat einen Streit verloren. Cooper sagt halt auch nochmal, ich verstehe es nicht. Ich habe dir auf der Arbeit überhaupt nichts getan. Oder läuft einer einfach nackig durchs Bild? Wer bist denn du überhaupt? Louis Sanders. Okay, Christas Sims fühlen sich sehr frei. Aber okay, gut, wir sind ja hier bei unserem großen Spektakel. Und sie sagt dann auch so, ja, Cooper, an sich ist es ja dein Thema, aber ich finde, wenn du dich als Kandidat zur Bürgermeisterschaft, nennt man das so, darstellst, sollten halt alle schon wissen, wer du bist, wieso deine Vergangenheit war. Ich möchte das auch in dem Sinn nicht gegen dich verwenden, aber du solltest halt schon deine Angelegenheiten regeln und dementsprechend halt auch schauen, dass alle Beteiligte involviert sind, dass da halt nicht so eine Bombe platzen lassen kann. Und er so, ich habe dir überhaupt keine Falle gestellt. Wieso kommst du mir jetzt mit so einem Thema um die Ecke? Und er sagt, ich verstehe es einfach nicht. Was ist dein Problem? Und oh Gott, die sind alle so sauer. Oh Gott, oh Gott. Und was sie jetzt sagen wird, Cooper, es geht darum, dass du ein Kind hast, um das du dich nicht kümmerst. Und er so, wie Kind? Also, ich habe kein Kind. Ich bin mit Ricky zusammen. Und wenn Ricky schwanger wäre, das wüsste ich ja wohl. Und sie dann, ach so, Cooper, bist du irgendwie von einem anderen Planeten? Und er so, hier, du, selbst wenn ich ein Kind hätte, was soll die Schiene jetzt, mir das so vorzuwerfen? Und er sagt dann nochmal, ich weiß nichts von einem Kind. Und sie so, Cooper, so dumm kann man sich gar nicht stellen. Okay, ich merke selbst gerade so ein bisschen, ihr merkt das wahrscheinlich selbst, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, das so reinzukriegen. Auf jeden Fall, die beiden verstehen sich gar nicht so gut. Ich will gar nicht so weitermachen, um ehrlich zu sein, weil ich finde die beiden Beziehungen so schön von Cooper und Ricky, aber wir müssen den nächsten Schritt angehen. Tallulah hat Cooper jetzt gesagt, dass er ja ein Kind hat und ja, Cooper sagt, ich habe kein Kind, ich wüsste nicht welches, von wem vor allem. Oh, hey, ich bin nicht schuld an dem ganzen Drama, zumindest nicht allein. Es ist doch wohl klar, dass ich sauer bin bei allem, was zwischen uns passiert ist. Okay, also er hat jetzt auch hier nochmal die Meinung, sagt hier, es kann so nicht weitergehen. Er sagt auch, ich verstehe das nicht, warum du dich so in mein Leben einmischst. Ich dachte, wir sind normale Konkurrenten, ohne die negative Schiene zu gehen mit Intrigen und allem drum und dran. Aber okay, gut. Tallulah hat halt jetzt den anderen Weg eingeschlagen und hat ihn mit dem Geheimnis, was die ganzen Angestellten von ihr rausbekommen haben, um den Wahlkampf, sage ich jetzt mal, zu gewinnen. Er findet es nicht cool, dass sie das so eingeschlagen hat. Er ist immer noch so ein bisschen durch den Wind und denkt sich so, hä, wieso ein Kind? Und versteht die Welt nicht so ein bisschen. Er dachte, er versteht das einfach nicht. Ich denke, das geht uns jedem, wenn uns irgendjemand vors Gesicht knallt. Ja, man hat ein Kind, von dem man nichts weiß. Er ist auch der Meinung, dass das vielleicht gar nicht stimmt, dass sie ihn vielleicht auch ködern will, dass er vielleicht aufgibt einfach mit dem Wahlkampf und seinen Posten als Bürgermeister zurücknimmt. Und sagt jetzt hier, er findet das eine wirkliche Unverschämtheit, dass sie ihm so eine Nachricht vor den Latz knallt. Er nicht weiß, ob die überhaupt stimmt. Er weiß nichts von dem Kind. Er wüsste nicht, dass er Vater ist. Sie schmeißt ihm jetzt mal so ein paar verbotene Wörter
um den Kopf. Sie wird ihn auch mal verspotten und sagen, Cooper, so dämlich kann man eigentlich gar nicht sein. Um nicht zu wissen, dass man ein Kind gezeugt hat. Also ich weiß von dem Kind nichts. Ich habe keinerlei Informationen und ich denke in erster Linie, dass du mich einfach nur verarschen willst und dass das eine Intrige von dir ist. Und sie so, warum sollte ich dich... Oh, das ist jetzt lustig. Schaut mal hier, hier ist Talula. Und hier ist Talula Nummer 2. Oh nein, das ist jetzt lustig, okay. Auf jeden Fall, ich könnte mir, sollen wir, wir können natürlich auf der bösartigen Schiene noch ein bisschen was, Interessanteres machen. Wir können sogar einen Kampf anzetteln, wir können ein Getränk werfen, wir können ihn sogar schubsen. Sollen wir ihn mal schubsen? Auf jeden Fall, sie ist total akko diesbezüglich. Ich weiß halt auch nicht, warum sie sich so darüber aufregt. Könnte ihr in dem Sinn ja egal sein. Aber wir tun jetzt einfach mal so, dass sie eine sehr familienbewusste Person ist und das nicht leiden kann, wenn ein Vater oder auch eine Mutter sich aus der Verantwortung zieht. Und er verspricht ihr halt nochmal, okay. Der Cooper, wer ist Trevor Johnson? Oh nein, Cooper. Der Cooper hat eine Attraktivitätsalarm. Er hat eine atemberaubende Begegnung. Coopers Augen wurden von einem wahrhaft prächtigen Anblick gestreichelt. Als ein besonders attraktiver Sim gerade in sein Blickfeld trat. Prachtexemplar von einem Sim hat jetzt seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Während er versucht, seinen Kiefer vom Boden aufzuheben. Es gibt herzschlagende Momente, aber dies hier ist herzstoppend. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, nachdem er mit Ricky so glücklich ist. Aber okay, gut, das ist der Wicked, der macht, was er will. Ich, keine Ahnung, sollen die sich so ein bisschen eine Prügelei anzetteln vielleicht? Ich weiß es nicht. Er verspottet sie auf jeden Fall nochmal. Sie hoffentlich schubst ihn dann auch gleich. Und ja, sie sagt, du, Cooper, in dem Sinne ist es mir egal, ich habe andere Ansichten an du, aber ich werde das gegen dich verwenden, wenn du deine Stimme zum Beispiel nicht zurückziehst. Dann werden wir ja sehen, wer hier die Stimmen am Ende hat. Und er sagt auch, ich finde das absolut nicht fair von dir, wie du dich gerade verhältst. Und er wird sie jetzt mal zurückschubsen. Macht man absolut nicht. Keine Gewalt gegen Frauen oder auch untereinander bitte nicht nachmachen. Aber wir werden jetzt einfach mal hier ein bisschen aggressiver werden. Gerade sie, weil sie da so ein Problem scheint mit hat. Wir werden den Cooper nochmal schubsen. Sollen wir einen Kampf anzetteln? Ja, komm, okay. Einfach mal ein bisschen Action in die Not-So-Berry reinzubekommen. Er sagt ihr nochmal, ich weiß nichts von dem Kind. Und selbst wenn, was hat's dich anzugehen? Aber er ist halt wirklich voll vor den Kopf gestoßen, dass er jetzt Shines Vater ist. Und er sagt jetzt, oh Gott, jetzt klopft er sich tatsächlich. Oh Gott. Oh mein Gott, oh Gott. Oh Gott, wer wird gewinnen? Cooper, ich weiß. Prügeleien sind absolut nichts Gutes. Oh Gott, wie sie sich von hinten auf ihn geschmissen hat. Oha. Er hat tatsächlich gewonnen. Oh Gott. Okay. Halleluja. Okay. Jetzt haben sie sich wirklich absolut verfeindet. Also wir werden auf jeden Fall, oh Gott, vermöbelt. Ein ordentlicher Reinfall kann einen Sim ein wenig benommen machen. Oh Gott. Talula, es tut mir wirklich leid, dass du jetzt diejenige sein musst, die da so dran geglaubt haben muss. Verdrießliches Gespräch. Ach, du liebe Neune, der erste Eindruck ist stark. Ordentlich ausgeteilt. Halleluja. Ich würde sagen, der Cooper wird sich jetzt doch ein alkoholisches Getränk bestellen, genauso wie sie. Sie wird sich einen Traumnektar. Und sie sagt, Cooper, das war's. Ich werde das gegen dich verwenden, ob du das willst oder nicht. Er sagt, du brauchst bei mir überhaupt nichts mehr anzukommen, das war's für mich. Du hast das ganze Thema angefangen, ich wusste nichts, dass ich Vater bin. Und auf diese Neuigkeit und auf diese Auseinandersetzung, die die beiden jetzt hatten, muss er sich jetzt erstmal
ja, neuen Drink genehmigen. Ja, oh. Na, beleidigt sie jetzt nochmal? Oh Gott, ich glaube, ich lade sie aus der Gruppe raus und schicke sie dann vielleicht lieber nach Hause. Nicht, dass die noch mehr sich zoffen. Cooper, setz dich doch nicht neben sie. Ihr provoziert euch doch die ganze Zeit weiter. Setz dich hier hin, Cooper. Okay, also, wir wissen auf jeden Fall, sie weiß das, dass er Vater ist. Er fragt sich immer noch, woher sie das weiß, von wem sie das weiß. Und, einerseits denkt er sich, okay, aber von wer ist denn dann die Partnerin, mit der er das Kind gezeugt hat? Er macht sich wirklich viele Gedanken gerade so. Wir wissen, er hatte Rose, er war mit Lily zusammen. Er hat Simone geküsst, aber da war nie mehr. Er war mit Lily zusammen. Also rein theoretisch kommen aktiv nur Rose und Molly. Falls ich eben den falschen Namen gesagt habe, tut es mir leid. Es ist auf jeden Fall Rose oder Molly, die ein Kind mit ihm bekommen haben können. Weil das sind die zwei Mädels, mit denen er Techtelmechtel hatte. Ich würde sagen, ich lade sie jetzt aus der Gruppe, schicke sie nach Hause und ja, wir werden dann auf der Arbeit, nichts im Licht mehr steuern, genau, den Part angehen, dass wir dann ja sabotieren. Wir müssten sie ja dann eigentlich sabotieren, oder? Er versucht halt jetzt auch mit seinem Team dann nebenbei am nächsten... Okay, was schreit sie mir denn so ins Ohr rein? Aber ja, okay... Cooper weiß Bescheid, sagt zur Barkeeperin, hier, ich brauche noch einen, gib mir bitte noch ein Gläschen und denkt sich dann auch nur so, ja, aber wann, wie alt ist das Kind denn dann überhaupt? Stimmen die Nachrichten denn überhaupt? Deshalb, er ist gerade ziemlich wütend. Was hat denn der Phönix, also Phönix, alles gut, ich bin zwar ein bisschen sauer, aber an sich, ja. Ach Gott, Cooper, oh Gott, Cooper. Er setzt sich jetzt hier hinten auf die... Oh Gott, jetzt ruft der Papa an. Hallo Schatz, ich bin's Papa. Wann kommst du denn uns zu Besuch? Ich hab mir bei diesen, ich komme morgen. Wann kommst du denn jetzt nicht allein vorbei? Ich hab nicht, aber danke für den Anruf. Ich komme morgen vorbei. Alles gleich, Hof, wir sehen uns bald. Ja, das war mal ein erster Part von der Folge. Wir werden dann natürlich auf der Arbeit... Jetzt ruft die Minty auch an. Du warst vom Sensenmann. Ich liebe es. Was sollen wir denn jetzt da klicken? Das hatte ich bei April auch schon und ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Keine Ahnung, ich glaube, der Cooper würde aus Reflex, weil er gerade so sauer ist und diese Auseinandersetzung hatte mit der Tallulah und diese Nachricht vor den Kopf geknallt bekommen hat, ich glaube, mir wird schon nichts passieren, würde er in dem Moment, glaube ich, sagen. Und ich hoffe sehr, dass ja nichts passiert. Auf jeden Fall, Cooper weiß Bescheid, dass er Shines Vater ist. Er wird jetzt die Gelegenheit dann versuchen zu regeln. Er wird jetzt hier sein Glas noch trinken. Er versucht sich jetzt hier ein bisschen zu beruhigen und wird dann in Ruhe nach Hause gehen. Ich würde sagen, aktiv mit Gequatsche von mir war es das jetzt erstmal. Ich habe euch jetzt im Anschluss noch ein kleines Cinematic-Filmchen vorbereitet. Bin sehr gespannt, was ihr am Ende zu der Folge sagt. Es wird noch ein bisschen was Aktives passieren. Was genau, verrate ich euch erstmal nicht. Und falls ihr die Folge bis hierhin schon gefallen hat, dann würde ich mich gern über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Falls du neu bist, abonniere gern meinen Channel. Hier gibt es Guild Wars 2 als auch Sims Let's Plays. Ich freue mich drauf. Wünsche dir jetzt allerdings schon mal einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Wochenende und freue mich dann ja mal zu gucken, wie du darauf reagierst, was jetzt im Anschluss noch passiert. Ich bin mal sehr gespannt. Und ja, es wird auf jeden Fall nicht der letzte Höhepunkt sein, sage ich euch jetzt schon mal. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt noch ganz viel Spaß und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Seeing all the
things come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day. Something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain.